Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect 3. Im letzten Part habe ich mit Liara gesprochen und ich habe ihr einen Korb gegeben. Eiskalt, Jones Shepard, die eiskalte, abgeklärte Sau. Aber alles nur für Tali und eventuell dieser Samantha, wie auch immer. Die heißt bestimmt nicht mal Samantha und ich sage das immer falsch. Aber für mich ist das eine Samantha. Keine Ahnung warum. So, wir wollten uns hier noch auf dem Maschinendeck und in der Shuttlebucht umschauen. Erstmal aufs Maschinendeck. Mal gucken, was hier so los ist. Aber hier war ja der Ort von Tali. Und von noch jemandem. Von dieser Emo-Tante. Ich habe komplett den Namen vergessen. Verrückten. Von dem Psycho. Und da haben wir noch so ein Teil. Und da haben wir noch die Sovereigner. Wunderbar. Oh Mann, ich will Tali wiederfinden. Wir müssen auf jeden Fall zu dem blöden... zu der Flotte. Wer ist das? Techniker Adams, den kenne ich glaube ich auch noch. Adams sagt mir was. Tja, und hier ist Party, ne? Hier ist richtig Party angesagt. Halt mal. Liara. Die olle Liara war ja nicht mal dabei, als ich alle Crewmitglieder gerettet habe. Ja, wieso habe ich es eigentlich bereut, ey? Die musste ich nicht mal retten. Die ist einfach dort. Die hat mich ja sitzen lassen, die olle. Wieso habe ich mir Gedanken gemacht? So. Fällt mir jetzt erst ein, die war ja gar nicht am Ende dabei. Die hat ja gar nichts gemacht im zweiten Teil. Ist ja voll ätzend, ey. Hallo, Adams. Commander, willkommen zurück auf der Normandy. Oder sollten Sie das lieber zu mir sagen? Techniker Adams, was machen Sie denn hier? Man hat mir wegen meiner Erfahrung auf der Normandy SR-1 die Nachrüstung des Antriebskerns übertragen. Nice. Und was halten Sie von der SR-2? Sie ist unglaublich. Eines muss man Cerberus wirklich neidlos lassen. Sie wissen, wie man Schiffe baut. Und wo wir schon von Cerberus reden, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Warum? Als Sie dieses Schiff bekam, hat mich Dr. Chakwas gefragt, ob ich Ihnen gegen die Kollektoren helfen würde. Ich habe mich geweigert. Und das tut mir jetzt wirklich leid. Das tut mir jetzt aber wirklich leid, ey. Oh. Aber wisst ihr was? Du bist ein oller Technik-Freak. Ich habe nicht erwartet, dass da noch mehr mitkommen. Wir sind ja alle heil durchgekommen. Wäre dort jetzt irgendeiner gestorben, dann würdest du mir was schulden. Aber so nicht, ne? Alles gut. Die Allianz kommt zuerst. So sollte es auch sein. Danke, Commander. Bin froh, an Bord zu sein. Weitermachen. Adams. Jawohl, Sir. Jawohl. Also abtreten. Wunderbar. Nochmal plus 2 Ruf. Ey, wir kriegen hier den Ruf hinterhergeschmissen. Gibt's ja gar nicht. Und zur Shuttlebucht. Und da können wir jetzt unsere Waffen anpassen und unsere Rüstung, falls wir wollen. Da ist die Waffenkammer. Jawohl. So. Und der Jones hat mir auch in den Kommentaren den Hinweis gegeben, hier von wegen, mein Gewicht ist bei minus 14. Das ist sehr, sehr schlecht. Und da ich den Multiplayer gespielt habe, relativ lang schon, oder besser, nach der ersten Session habe ich den ziemlich oft gespielt, ziemlich viele Multiplayer-Matches, habe ich das auch schon gewusst. Also wäre ich das nächste Mal an so ein Ding gerannt, hätte ich das sowieso geändert. Keine Panik. So, nämlich... Wir brauchen kein Sturmgewehr als Frontkämpfer. Wir brauchen auch kein Präzisionsgewehr. Eine Maschinenpistole auch nicht. Die Pistole, die normale, die können wir behalten. Und die Schrotflinte, die können wir auch mal mitnehmen. Wir können die auch modifizieren. Ja, das sind halt tatsächlich die Multiplayer-Sachen, die ich freigeschaltet habe. Also wenn ich wollte, könnte ich die hier schon gleich modifizieren und den Schaden erhöhen. Aber ich spare mir das erstmal auf. Das hier ist noch die Anfangsschrotflinte, Anfangspistole. Damit kann ich noch nicht so viel machen und deswegen lassen wir es erstmal. Aber das wollte ich machen, dass ich wenigstens meine Fähigkeiten wieder vernünftig aufladen kann. Waffen-Upgrades. Die können wir sogar upgraden. Ich glaube, das kaufe ich auch mal. Jo, kaufe ich. Wir können sogar die dritte Variante noch kaufen.
Okay, wir belassen es erstmal dabei. Und gucken jetzt nochmal. Boah, da hat sich ja einiges getan. Nice. Ich weiß aber nicht, soll ich die wirklich mitnehmen? Ich meine, ich werde viel mehr mit Fähigkeiten arbeiten. Eigentlich brauche ich ja nur die Schrotflinte. Wenn mir die Muni ausgeht, habe ich immer noch Fähigkeiten. Ja, ich lasse es mal so. Ich nehme nur die Schrotflinte mit. Und falls es nicht funktioniert, dann werde ich später nochmal eine Pistole oder sowas reinnehmen. Aber als Frontkämpfer bin ich ja einfach primär halt Schrotflintenspieler. So, da hat es den Gatekreuzer. Und was hat es hier? Allianz, was auch immer. Ja, wunderbar. Kann ich mit dem noch reden? Der Leutnant Cortez. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Gute Arbeit, Lieutenant. Was gibt es? Dios. Ganz ohne Hallo direkt zum Geschäft? Sie beide müssten mal chillen. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos. Aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe Shikamaru. Die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer, also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Shit! Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachtraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M-44 Hammer. Mhm. Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Zumal Mr. Vega Kollisionen sehr zu schätzen scheint. Nur zur Rettung, Pendejo. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Aha, sehr interessant. Also ich hätte vielleicht gar nicht mal hier einkaufen sollen, weil es ein bisschen teurer. Aber ich habe so viel Geld, ich weiß auch gar nicht, woher ich das habe. Hat Shepard jemals gearbeitet im dritten Teil? Nein? Vielleicht hat er gespart? Machen Sie weiter so. Ja, Commander. Jo, tschüss. Ach nein, das Waffending ist, glaube ich, egal. Aber hier Nachschub, da darf ich nicht einkaufen. Das ist teuer dann, ne? Jo, aber notfalls könnte ich hier Schrot finden, Pistolen, Präzision. Die Spectres. Aber ja, die sind übelst teuer, ey. Eieiei. Aber die Wrath hier, die klingt schon gut. Was bieten mir die hier? Die bieten mir nur Upgrades. Allianz Kadiak Modell. Kaufen wir. Wollen wir haben. Damit haben wir jetzt noch ein Modellflugzeug. Wieso auch nicht? Ah ne, das war gar kein Modellflugzeug. Das ist wahrscheinlich fürs Aussehen. Wow, ich stehe in der Kiste. Hier ist ein Modellfrachter. Okay, sehr interessant. Aber jetzt wollen wir uns auch endlich mal wieder der Story widmen. 10 Minuten sind schon wieder fast vorbei. Und wir haben noch 10. Trainer, wie heißt die mit Vornamen? Kann ich helfen, Commander? Hm. Weitermachen, Spezialistin. Das muss ich jetzt wissen. Ich habe sonst keine Ruhe. Es tut mir leid. Als die Menschen ab 2. Aha. Die Asari. Aha. Admiral Stephen Hackett ist ein hochdekorierter Officer da. Aha. Die Citadel. Ich gehe jetzt alles durch, ne? Die Allianz. Nein. Ja, die Reaper, da wird auch nichts. Na, die Organisation, na, es war Cerberus. Ey, wo finde ich den Namen von der raus? Das kann doch nicht wahr sein. Gab's hier nicht mal sowas wie ein Tagebuch? Meine Gruppe. Hm. Wow. Ich habe noch 4 Punkte. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Nova brauche. Unbedingt die Nova. Jawohl, ja, wollen wir haben. Wollen wir auch hier. Und da reicht es dann. Reicht immer noch? Okay, und jetzt ist die Sache. Wartet.
Mein WG-Kollege, der hat mir gesagt, wie ich das leveln muss. Aus Multiplayer habe ich das noch ungefähr im Kopf. Wartet mal. Und zwar... Das hier muss ich auf jeden Fall später machen. Das da. Aber hier weiß ich schon nicht mehr weiter. Also da muss ich mich nochmal schlau machen. Jones, sag mir mal, was von den beiden sinnvoller ist. Ich würde ja fast sagen, Kraft und Schaden, dann die Halbnova und dann nochmal durchdringen. Aber könnt ihr mir gerne auch sagen. Brandmunition, Kyro, ziehen. Ach komm, ziehen können wir eigentlich. Ach, wir lassen es erstmal. Also Jones, beziehungsweise alle anderen Zuschauer, ihr dürft gerne schreiben, falls ihr Vorschläge habt, wie ich da genau leveln soll. Aber so lasse ich es erstmal. Also die Nova, die brauche ich auf jeden Fall. Die ist sehr wichtig. So, und jetzt... Wo ist Joker? Hey Commander, Sie wissen, ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Alle tun ihr Möglichstes. Haben Sie wenigstens unsere Parkgebühren bezahlt? Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit Ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen, wegen der alten Zeiten. Boah. Heieiei, der ist nicht gut drauf. Aber gut, ich kann es ihm nicht übel nehmen. Ich meine, der Rat, der hat uns halt wirklich gesagt so, sorry, wir können nicht helfen, wir wollen erstmal unsere Planeten retten. Man kann es ja auch nachvollziehen, man kann es von allen nachvollziehen, ne? Ist ja nicht so, als wäre die Erde so das Zentrum. Eroberte Systeme. Im Cluster, die bereits von den Reapern erobert wurden, können sie mithilfe der Tarnsysteme der Normandie eindringen, um dort nach überlebenden Bergungsgut und wertvollen Informationen zu suchen. Und ich glaube, die können wir dann auch zurückerobern. Was ist hier? Das Cerberus-Labor. Oh mein Gott. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Da ist der Serpennebel. Da ist der Kranz. Anos-Becken. Exodus-Cluster. Da sind die doch hergekommen, oder nicht? Hades, Gamma. Also da müssen wir auf jeden Fall hin. Da ist die Zitadelle. Ich möchte erstmal gucken, ich möchte mir alles mal so ein bisschen angucken. Ja, fliegt da hin. Wir werden noch ein bisschen durch die Galaxie düsen. Also das wird jetzt nicht das erste Mal gewesen sein, dass wir das Universum gewechselt haben. Suche und Rettung. Die Normandie ist mit der neuesten Scan-Impuls ausgerüstet. Der interessante Objekte setzen sie ihn ein. Um bla 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 bla. Beachten sie. Oh shit. Ach du Scheiße. Ich hab zwar so ein super Scan-Ding, aber dann kommen die Reaper angetuckert. Hey, diese Behinderten. Ich mag sie nicht. Also da ist die Zitadelle. Ich könnte hier jetzt scannen und die Reaper anlocken. Nee, mach ich nicht. Ja, wir wollen aber lieber... Nein, also hier war es nicht. Wir gehen mal zum Anos-Becken. Wie gesagt, ich möchte hier erstmal gucken. Ich möchte erstmal gucken, ob ich die Flotte vielleicht finde von den Quarianern. Da ist ein Treibstoffdepot. Was ist hier? Man kann einen Gasgigant nicht ausschöpfen. Die Salarianer haben es versucht. Okay, also nichts Interessantes. Was haben wir hier? Surkish. Hört sich türkisch an. Nochmal die Salarianer. Aber wieder nichts Interessantes. Und Saradrill, also das muss auch zu den Salarianern gehören. Jo. Okay. Im Zentrum ist die Sonne. Und was ist das für ein kleiner Scheißplanet? Dragel. Das ist ja wirklich klein. Ist ein Mond, glaube ich. Es ist tatsächlich kein Mond, es ist... Ein kleiner Planet, aber ein sehr kleiner Planet. Da ist ein Treibstoffdepot. Da ist noch was.
Da ist noch irgendwas. Paeto. Ein C-Asteroid. Ja gut, ein Asteroid interessiert mich jetzt nicht so. Schade, schade, schade. Also dort haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Ja, und viel mehr gibt's auch gar nicht. Was können wir nochmal bei dem Treibstoffdepot? Da können wir, glaube ich, Scanner kaufen, ne? Ach, müssen wir gar nicht. Okay. Also springen wir nochmal. Ja gut, bevor ich hier noch ewig Zeit verdüddel. Ich wollte ja eigentlich wirklich erst gucken, wo die Flotte vielleicht ist, weil ich will da so schnell wie möglich hin. Aber da kommt ihr bestimmt noch hin. Es rennt uns ja nicht weg. Erstmal müssen wir den Primarchen da retten. Also let's go. Genug im Universum rumgetrödelt. Jetzt müssen wir erstmal den Typen holen und dann die Erde retten. Aber zuerst gucke ich mich hier nochmal um. Also hier ist der kleine Planet mit dem Ding und da ist Palaven. Das sieht ja sehr interessant aus. Okay. Ah, guckt mal, da kann ich halt einfach... Los! Genau. Es war ja nicht nur das hier, ne? Es waren ja nicht nur diese Systeme. Da gibt es noch so viel mehr. Ach du Heilige. Okay, dort war ich. Ich will ganz kurz nochmal die Planeten abchecken und dann... Er sieht interessant aus. Aber ich kann ja auch nichts mehr scannen, ne? Also das haben sie wohl rausgekürzt. Das war ja in Teil 2, da konnte man sich ja tot farmen, wenn man wollte. Impera. Essenus. Man kann hier halt echt nichts machen, das finde ich ein bisschen schade. Mal hier ganz kurz. Ja, genau, den habe ich doch gesucht. Nochmal hier gucken. Gut. Also dann gehe ich einfach mal davon aus, dass wir auf diesem ganzen Planeten gar nichts erkunden können. In Teil 3 von Mass Effect. Ne? Ist dann halt so. Also den größten Mond von Palaven umgibt schon seit den Anfangstagen des turianischen Raumzeitalters ein großes Geheimnis. Ach du Heilige. Die Turianer sind zwar die überlegene Streitmacht, aber die Reaper haben die Geduld, sie langsam in die Knie zu zwingen. Mit jeder von Reaper besetzten Basis hat die turianische Flotte eine Anlaufstelle weniger, um Reparaturen durchzuführen oder Treibstoff aufzunehmen. Radius geheim, Tagesdauer geheim, atmosphärischer Druck geheim, Oberflächentemperatur geheim, Oberflächengravitation geheim, Entfernung zur Sonne geheim. Hey, warum denn? Umkreist Palaven alle 33 Tage. Das ist so die einzige Info, die wir öffentlich gemacht bekommen haben. Schön. Und jetzt muss die auch noch mitkommen, ne? Ach Mann, ey. Ich habe ihr doch gerade erst einen Korb gegeben. Muss das sein? Ah, wir können ja... Stimmt, wir haben ja... Nee. Wieso kann ich ihr Aussehen ändern? Und wieso kann ich sein Aussehen ändern? Das sieht cooler aus. Und das. Zack. Yo, die nehmen wir mit. Ah, ich kann jedes Mal, stimmt, ich kann ja jedes Mal meine Waffen neu machen. Ich würde sagen, das lasse ich so, fertig. Die anderen sind mir auch relativ egal. Levelaufstieg bei Liara. Sieht gut aus, ich mache einfach diesen automatischen, macht irgendwie mehr Sinn. Und James... Ah, der hat Splittergranate und Blutbad. Okay, alles klar, der wird witzig. Bei mir könnte ich auch automatisch, aber nein. Jo, let's go. Dann gehen wir rein. Eieiei. Das sind die Reaper-Schiffe.
Jawoll! Macht sie fertig! Das ist ja fast wie Star Wars, ne? Und wir mitten im Getümmel. Beziehungsweise wir gehen ja auf den kleinen Mond davon. Wir nehmen ja nicht an der Schlacht teil. Oh nein, nein, das ist Palavin. Wir haben dort einen alten Freund. Verdammte Scheiße. Sie werden ausgelöscht. Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. War das auf der Erde auch so? Ja. Shepard, es tut mir so leid. Ja. Ja. Commander, die LZ wird überrannt. James, öffnen Sie die Luke. Jetzt gehen wir rein, ey. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Mit der geilen Landezone räumen. Jawohl. Och, du Heilige. Was wollt ihr denn, hä? Na, was wollt ihr, hä? Was wollt ihr hier, hä? Oh mein Gott, ey, hier ist ja übelst der Krieg am Laufen. Also gut, schnell rein, schnell raus. Jawohl, machen wir fertig hier. Bam. Und bam. Easy. Aber ich habe nicht mehr so viel Munition, ich sollte aufpassen. Okay, wir helfen hier natürlich fröhlich mit. Wieso kann ich meine Fähigkeit nicht einsetzen? Oh, sag bloß. Wie? Ach, shit. Meine Fähigkeiten sind ja auf anderen Tasten. Das ist doof. Wenn Sie den Befehlsstand suchen, er ist gleich um die Ecke, hinter der ersten Barrikade. Dankeschön, Sir. Aber zuerst, ich habe nämlich die ganze Zeit... Ich muss hier... Wie kann ich meine Schnellauswahl anpassen? Schnellauswahl anpassen. Oh, danke. Okay, das hier ist Ziehen. Ich möchte aber... Biotischer Vorstoß darauf. Und die Nova. Wo war die Nova? Die Nova möchte ich auf die 3. Ziehen. Möchte ich auf die 2. Was ist das hier? Schockwelle brauche ich gar nicht. Schockwelle ist nicht so wichtig. Dafür Kyro. Und dann mache ich hier die Brandmunition. Dort, falls ich es dann doch mal verwenden möchte. Die hier. Aber was soll ich hier hin machen? Ich habe keine Fähigkeiten mehr, die ich noch nicht verwendet habe. Aber ich glaube, so können wir es erstmal lassen. Wunderbar. Ich habe es jetzt so gelegt, wie ich es im Multiplayer habe. Ungefähr. Damit fühle ich mich dann einfach wohler. Okay, also let's go. Können wir da hoch? Irgendwie? Ach, natürlich. Wir müssen halt klettern, ne? Wer bist du? Kumpel, was los? Ja. Was haben wir hier? Ersatzteile, die nehmen wir mit. Oh, es ist hier halt alles, ey, guckt euch das an, alles kaputt. Oh shit, der ist ja ganz nah. Ich würde sagen, den machen wir fertig, Leute. Was macht der da oben? Der hockt einfach nur da. Yo, ich chill mal. Okay, da können wir nicht hoch. Doch, da können wir auch hoch. Da gibt es noch mehr Sachen. Ist gewaltig. Ja. Auf der Erde größere gesehen. Und zwar ziemlich viele. Bei der Göttin. Bei welcher Göttin, hä? Das ist hier die Frage. Nicht schießen, Verbündete! Jo, alles klar. Also ich meine, danke, dass du deinem Kollegen Bescheid sagst, aber hätte der geschossen, wäre er tot gewesen. Oh, okay, hier ist dann so die kleine Einsatzzentrale. Ein Medikit nehmen wir nicht mit, weil voll. Suchen Sie es nochmal. Oh, hier ist halt alles zerstört und kaputt. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Ja, da können wir ja was mitnehmen. Die Verstärkung ist nicht eingetroffen.
Das ist schlimm, dass die Verstärkung nicht eingebrochen ist. Lagebericht. Die Kenntnis des Terrains ist unser einziger Vorteil, aber der hält nicht ewig, wenn sie weiterhin ihre Truppen auf uns hetzen. Wir halten dieses Gebiet so lange wie möglich. Ich verlinke meinen Transponder mit Vitalsüberwachungssystem in den Anzügen der Einheit. Wenn er ausgeht, schicken sie so schnell wie möglich eine andere Einheit hierher. Okay. Gab noch mal ein bisschen XP. Ich würde aber sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Es wird spannend. Wir werden, glaube ich, auch weiter kämpfen müssen. Aber zuerst reden wir dann mit den ganzen Leuten hier. Also, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin. Ciao, Leute.